Das Diskmodell. Gibt es ein erfolgstypisches Diskprofil? Also ein Profil, bei dem man schon aus dem Profil, aus der Form des Profils heraus erkennt, ob diese Person erfolgreich sein würde oder nicht. Hier ist wieder Martin Auer von der Science Sales Academy und ich möchte Sie herzlich willkommen heißen zu den Themenvideos der Science Sales Academy. Heute mit der Folge 82 und dem Thema Das Diskmodell. Gibt es ein erfolgstypisches Diskprofil? Wenn man sich mit dem Diskmodell beschäftigt, wenn man schon sein eigenes Diskprofil erstellt hat und wenn man das Wissen aus dem Diskmodell in seiner täglichen Arbeit anwendet, sei es für die Personalführung, für den Vertrieb, fürs Projektmanagement, im privaten Bereich oder wo auch immer, dann stellt sich irgendwann unweigerlich die Frage, ob es denn eigentlich so etwas wie ein erfolgstypisches Diskprofil gibt also ein typisches Ergebnis des Disktests das auf Erfolg schließen lässt oder auf eine erfolgreiche Tätigkeit im Beruf oder für bestimmte Berufsgruppen diese Frage ist ganz einfach zu beantworten so etwas gibt es nicht in vielen, vielen Jahren Diskmodell, nach mehr als 30 Millionen erfolgreich eingesetzten und systematisch ausgewerteten Fragebögen zum Diskmodell, konnte so etwas noch nie festgestellt werden. Man kann nicht sagen, dass sehr erfolgreiche Menschen ein besonderes, immer wieder gleiches Muster in ihrem Diskprofil aufweisen. Man kann nicht aus der Form des Diskprofils darauf schließen, ob eine Person erfolgreich ist oder nicht. Denn das Diskmodell ist primär ein Werkzeug sowohl für die Selbsterkenntnis als auch für das Verständnis anderer Menschen und ermöglicht so den Aufbau und die Pflege wertvollerer zwischenmenschlicher Beziehungen. Das Diskmodell hat hier seine Stärke, hierfür ist es hervorragend geeignet. Daher macht es auch keinen Sinn, in irgendeiner Form sein eigenes Diskprofil nach irgendwelchen Standardvorgaben oder Richtlinien nach dem Muster erfolgreicher Menschen entwickeln zu wollen. Vielmehr sollte man seine persönlichen Erkenntnisse aus dem eigenen Diskprofil als gegeben akzeptieren und sie als Grundlage für die persönliche Entwicklung begreifen das Diskmodell ermöglicht eine intensivere Selbstwahrnehmung, aber eben auch eine effektivere Kommunikation und den Aufbau produktiverer, belastbarerer, einfach besserer und respektvollerer zwischenmenschlicher Beziehungen. An dieser Stelle kann das Diskmodell einen wertvollen Beitrag zum persönlichen Erfolg bieten. Das Diskmodell ist einfach gehalten. Die vier Grundtypen werden entlang zweier Achsen aufgeteilt, was eine sehr hohe Praktikabilität für die alltägliche Arbeit gewährleistet. Und, was vielleicht noch viel wichtiger ist, das Diskmodell basiert auf und beschreibt beobachtbares Verhalten, also nicht primär Persönlichkeit oder etwa tiefer liegende charakterliche Aspekte oder gar Werte. Daher gibt es auch nicht dieses eine Diskprofil, das Erfolg verspricht, sondern es kommt auf das Diskprofil vor dem Hintergrund der Tätigkeit an. Um ein plakatives Beispiel zu nennen, ein erfolgreicher Arzt wird ein anderes Diskprofil aufweisen als ein erfolgreicher Drogenbaron oder Diktator. Es kommt eben auch beim Diskmodell darauf an, was man daraus macht. Gar nicht so schwer das mit dem Diskmodell, oder? Wenn Sie mehr über das Diskmodell und dessen Anwendung in der Praxis erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen als nächsten Schritt Ihre persönliche DISC-Fibel, Die gibt es hier direkt neben mir kostenfrei zum Download. Darin finden Sie auch einen Link zu Ihrem persönlichen DISC-Test mit Diskprofil als Startpunkt für all Ihre Beschäftigung und Arbeit mit dem Diskmodell. Wollen Sie kein neues Video mehr verpassen, dann abonnieren Sie doch einfach den Kanal der Science Sales Academy. Hier über mir finden Sie den direkten Link dorthin. Sie wollen mehr zu den Themen und Seminaren der Science Sales Academy erfahren? Sie haben Fragen, Anregungen? Sie wollen diesen Beitrag kommentieren? Dann empfehle ich Ihnen den Kanal der Science Sales Academy und die Blogbeiträge auf der Homepage. Oder Sie rufen mich einfach an. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Meine Kontaktdaten finden Sie auf meiner Homepage der science-sales-academy.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Einfacher mehr verkaufen.